Willkommen zurück zu Mario Maker. Heute wieder mit Zuschauerleveln und das erste hier ist ein ziemlicher Knaller, wie es aussieht. Hard or very hard. Red Coins sind ein Checkpoint. Troll, Rätsel und Skill, das sind so ein paar Genres, die man eigentlich nicht überkreuzen will. Weltrekord ist ewig und drei Tage. Ich bin gespannt. Auf geht's. Das Fiese ist halt, wenn man Trolls und Rätsel miteinander kombiniert. Ich meine, wenn es ein Rätsel ist, muss man sich alles angucken, ne? Damit man es versteht. Aber es könnte genauso gut alles ein Troll sein. Böse Sache. Da drüben sind Schalter. Die gucke ich mir gleich an. Erstmal mache ich einen Abgang. Bowser? Oh, nein, Hilfe. Das habe ich getan. Ich habe die Bestie freigelassen. Ich wollte eigentlich nur, dass er in den Abgrund fällt. Gehe ich recht in der Annahme, dass das vielleicht überhaupt gar nichts zu bedeuten hat? Ich habe hier ein mildes Problem, oder? Ich will so lange wie möglich überleben. Warum bewegt er? Der hatte überhaupt keinen Chill. Normalerweise bleibt er doch ab und zu mal stehen und schießt ein bisschen mit seinen Flammen. Hey. Aber der ist einfach immer weiter auf mich zugerannt. Die Schalter sind wohl eines der Probleme hier. Sehe ich das richtig? Die muss ich aus dem Weg räumen. Und zwar sowohl hier als auch auf der anderen Seite. Hier unten ist nichts. Okay. Dann sind diese Feuer-Bunsenbrenner nur Deko und quasi der Antrieb für die Plattform. Finde ich ja immer nice, wenn man auf solche Details achtet. Und die Sachen nicht einfach nur in der Luft rumschweben. Ich könnte die Tür da oben noch probieren. Oder eine ganze Reihe von anderen Wegen. Ich hab's gewusst, dass das ausgerechnet jetzt macht. Aber ich müsste hier sicher sein, oder? Das landet da oben. Coole Sache. Nein, nicht schon wieder. Oh ja, gib mal so einen Helm. Die Röhre sieht witzig aus. Wie so ein Grafikglitch in Super Mario World. Ah, Scheiti. Macht er das jetzt nur noch, weil ich mich über ihm befinde? Auch nervig, dass man die nicht kaputt machen kann, ne? Das ist ein bisschen eng für einen Shelljump. Ich wüsste allerdings nicht, wie ich sonst da hochkomme. Ah, es ist wirklich zu eng. Kann ich durch die Röhre auch durch? Nein. Aber einfach so reicht das nicht. Ich versuche mal, durch die Tür zu gehen. Boah, ey, das ist mir jetzt aber auch Schnuppe. Na, klasse. Alles umsonst. Alles umsonst. Ach so, stimmt ja, da kam ja was her. Aber jetzt verfolgt mich Bowser nicht. Ich wollte nur noch mal gucken. Da hinten 50.000. Ding Dong? Was habe ich denn hiervon? Wahrscheinlich erst später was, oder? Sieht nicht so aus, als würde es mir jetzt schon was bringen. Ich würde den Bowser ja trotzdem mal gerne vernichten. Für den Fall, dass er einen Schlüssel oder sowas hat? Ja? Oh, nö. Kriege ich den nochmal wieder? Boah, ist das euer Ernst? Z. Z. Mit anderen Worten, ich kann hier überhaupt nichts machen. Ich meine, wenn hier nicht noch irgendwo ein unsichtbarer Block oder so ist, dann stecke ich hier jetzt fest. Für immer. Kann ich mit dem Schlüssel irgendwas machen? Die Schlüsseltür ist da unten, aber wo ist der Eingang dazu? Nope, sieht so aus, als wäre ich hier für immer gefangen. Man weiß es halt nicht. Es hieß auch Skill. Also die Frage ist halt, wie weit geht der Skill? Ist ein Shelljump verlangt? Womöglich. Hier ist auf jeden Fall der Schalter. Das ist ein Riesending. Und anders, ich sehe echt keinen anderen Weg, da hochzukommen. Na gut, dann würde ich mal sagen, wo gehe ich denn jetzt hin? Hier lang zurück? Das interessiert mich eigentlich eher, was hier ist. Hint! Ja, ja, warum nicht? Wusste nicht, dass ich einen brauche, aber
ein Fragezeichenblock, Pfeile nach unten, Pfeile nach oben. Das ist ein Ausschnitt aus diesem Wirrwarr, oder? Mit den ganzen Pfeilen, wo auch die Clownskutsche ist. Ich glaube, darauf soll mich das hinweisen. Sitzt hier auf einmal eine Bombe. Die könnte ich da hochschmeißen, wenn der P-Switch aktiv ist. Ja, das ist das. Kriege ich Bowser? Ach so, jetzt macht er da wieder dicht. Das ist natürlich ungünstig. Ich hätte Bowser zuerst befreien sollen. Oder habe ich jetzt... Kann ich noch das Glück haben, dass er hier hinschießt und das für mich öffnet? Das wäre ein bisschen viel verlangt, oder? Ein Stern. Mit dem komme ich nochmal zurück. Das ist halt das Problem, ne? Ich kann mir nicht sicher sein, dass der da... Egal, was haben wir denn hier noch Cooles? Ich könnte mir eine Brücke bauen, oder einen Turm, besser gesagt. Für die Klaue? Und falls das nichts ist, werde ich auch mal versuchen, in die Röhre reinzugehen. Wow. Noch ein Helm. Das heißt, noch ein Shelljump. Nein! Bäh! Eine Blume? Damit kann ich jetzt das Eis selber entfernen. Ich will meinen Reservehelm nicht verpassen oder verlieren. Jetzt muss ich nur die Stelle wieder erkennen. Es waren zwei Pfeile, die irgendwie nach unten gezeigt haben. Ha! Als ob! Hier? Ja! Okay, das gibt mir eine Feder. Ich will einmal versuchen, in die Röhre da reinzukommen. Scheint nicht zu gehen. Was ist denn hier oben eigentlich? Ach so! Kacke! Das will ich wahrscheinlich nicht, oder? Nee, das ist ein Troll. Wow, sogar ein richtig heftiger. Ein Level beendender Troll. Ja, den sollte ich mir dann vielleicht lieber mal merken. Das ist wahrscheinlich das Endziel, oder? Dass ich da drüben an die Schlüsseltür rankomme. Ich frage mich, ob ich das nicht direkt machen könnte. Sobald ich das Cape und die Bombe habe. Okay. Das hat funktioniert. Dann hole ich mir jetzt die Blume und das Cape. Wofür der Stern genau da ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht wirklich nur, damit man durch den Swamp wieder durchrennen kann. Das wollte ich alles nicht. Okay, das funktioniert trotzdem. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass man mit einem Pow einen unsichtbaren Block aktivieren kann. Und apropos Pow, damit kann ich auch hier ein bisschen aufräumen. Mit Bowser. Und dann fliege ich jetzt mal da hoch. Ah, das hat nicht gereicht. Super Mario Maker Cape, ey. Ja, weil man... Es funktioniert halt nicht wie in Mario World, ne? Man kann den P-Speed nicht mitnehmen, sobald man sich umdreht. Könntest du jetzt vielleicht mal abheben? Ist das zu fassen? So. Mal gucken, ob ich jetzt da rauskomme, was man vorhin gesehen hat. Komm ich. Oh no. Yoshi? Vielleicht sind die roten Münzen ein Troll, aber ich sammle sie trotzdem ein. Einen Schlüssel zu haben, ist ja wohl nie verkehrt. Irgendwo muss es auch noch einen Checkpoint geben, sonst wäre der Weltrekord nicht so lang. Ah, Spike Maze, Spike Maze. Hoffentlich hat er hier keinen Troll versteckt.
Wenn ich einmal getroffen werde, bin ich kaputt, ne? Das darf man nicht vergessen. Wenn ich hier einmal getroffen werde, dann war's das. Dann komme ich hier nicht mehr raus. Da drüben ist ein Checkpoint. Und dafür brauche ich 100 Brodioten Münzen. Mhm. Boah, geht das an die Nerven. Das ist bestimmt hier oben. Mhm. Irgendwo da unten kriegt man dann wieder einen Schlüssel geschenkt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich gönn mir mal, ja? Oh, das hatte ich gehofft. Das wäre schon mal gespeichert. Das war heftig. Double Yoshi Action. Ist auch immer kompliziert ohne Ende. Will ich hier durch? Vielleicht ist es Pick a Path. Da oben scheint auf jeden Fall mehr zu sein, also gehe ich da mal lang. Hm. Hat's jetzt nicht wirklich gebracht. Steht da wieder hin? Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Feder P-Switch. Nur die Stelle sagt mir nichts. Hm. Komme ich wohl erst noch hin. Hier sind auf jeden Fall Sägen. Okay, das ist sie. Das ist die Stelle. Nur wo genau ist... Muss der jetzt da runterfallen? Nein! Come on. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Ja, jetzt bin ich aber richtig froh, dass ich diesen Checkpoint hab, du. Danke. Yoshi wollte mich nicht sterben lassen. Das ist nobel und ehrenhaft von ihm, aber es war die falsche Situation. Hätte er sich lieber mal früher überlegt. In anderen Leveln. In der Vergangenheit. Was machen wir denn stattdessen? Soll ich mir mal den unteren Weg angucken hier, was man da so falsch machen kann? Ja, ist doch in Ordnung. Wir lieben dich alle, Yoshi. Für deine furchtbare Weichflötigkeit. Das ist nur eine Sackgasse, oder? Da oben ist der Hint. Boing. Wo mag das denn hinführen? Der andere Weg sah ein bisschen vielversprechender aus. Ich will nicht lügen. Oha! Was mag das wohl sein? Was Gutes? Was Schlechtes? Der Musik nach zu urteilen. No! Was Schlechtes. Okay. Der kommt mir so bekannt vor, dieser Anti-Soft-Lock. Ich glaube, ich will Yoshi hier stehen lassen. Der ist zu fett. Ich schaffe das nicht mit dem. Oh, hier hat man ja überhaupt keine Zeit. Danke. What? Das ist so knapp. Oh nein, lass mich durch. Immerhin sind am Rand nicht solche Blöcke. Jetzt sieht man noch nicht mal was. Die einen wieder nach oben bringen. Wie knapp das einfach ist, ne? Na, immerhin. Ich habe eigentlich befürchtet, dass es da noch irgendwie weitergeht, dass ich jetzt wieder irgendwo anders hingeschleudert werde. Also, da wollen wir nicht mehr lang. Alles klar.
Dann machen wir mal hier auf. Und wechseln aber anschließend auf den roten. Auf den roten Yoshi. Nein, ich sag der rote Yoshi. Ich möchte einmal keinen Stress haben mit dem Typ. So. Wo ist jetzt dieser P-Switch? Wie komme ich an ihn ran? Ey. Ich glaube, ich muss nochmal in den Hintraum und genauer gucken, wo das Ding sein soll. Man kann aber auch halt nicht da hinspringen, wo man hinspringen will. Im Ernst, Mann, wo soll der sein? Nein! Und natürlich respawnt der Quark auch. Spielt doch keine Rolle, da ist ein One-Way. Oh, man. Oder ist hier hinter noch was versteckt? Auch nicht. Um eins versetzt neben der Säge. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur riesiges Pech, dass ich da nicht hingekommen bin. Ich weiß es nicht. Ist aber auch der ungünstigste Spot, ne? Es ist der ungünstigste Spot. Man kommt da einfach nicht hin. Oh. Nein! Wo ist das Ding? Genau hier, oder? Wo ich jetzt hingesprungen bin. Da ist der Hinweis. Oh, es ist aber in der Ecke. Okay, es ist nicht am gleichen Ort. Wie kriege ich den denn dann, ohne dass ich Yoshi opfern muss? Kommt da nicht hin. Man kommt da nicht hin. Nope. Wow, dass das nicht reicht? Come on! Voll dumm, oder? Nein! Ich habe keinen Plan, was man hier machen soll. Ich weiß nicht. Außerdem bräuchte ich ja sowieso den grünen Yoshi, damit ich den dann anschließend noch da rausschlecken kann. Irgendwie. Vielleicht ist der rote Yoshi ja nur ein Troll. Okay, okay. Das ist aber richtig schwer zu kriegen. Und es funktioniert, glaube ich, sogar nur, wenn man klein ist, oder? Naja, ich habe sowieso keine Ahnung, ob ich später jetzt das Cape oder die Blume brauche. Ich gehe mal mit der Blume. Das ist jetzt wieder zu. Moment. Bin ich jetzt eingesperrt? Ich brauch das... ich brauch doch das Cape. Aber hier bin ich doch jetzt richtig gesoftlockt, oder nicht? Keine Chance, ey. Ich mach diesen ersten Abschnitt nicht nochmal. Ich mach den nicht nochmal. Der ist viel zu krank. Viel zu nervig. Ich habe allerdings auch nicht wirklich Lust, jetzt hier 415 Sekunden zu warten. So, diesmal nehmen wir das Cape mit. Und ich hoffe, das erfüllt mir meine Wünsche. Ich könnte natürlich auch noch die Blume als Reserve mitnehmen in Yoshis Mund. Und einfach hoffen, dass ich mir die jetzt nicht ins Gesicht spucke. Okay. Wieso habe ich sie überhaupt ausgespuckt? Ich weiß es nicht. Was gibt's hier zu tun? Da oben brauche ich die Blume? Oder wie? Ja, schieß mich einfach mal ab, ist mir jetzt egal. Puh. Jetzt bin ich hier. Über dem Anti-Softlock. Bräuchte aber das Cape, oder wie sehe ich das?
Jetzt hab mal drauf, ey. Das ist das Ziel? Oh, bitte sei wirklich das Ziel. Nein! Nein! Moment, aber es muss einen Durchgang geben. Okay, dann kommt der Weltrekord definitiv auch daher, dass der sich einmal gesoftlockt hat, ne? 100 pro. Vielleicht sogar zweimal. Obwohl, nein, ich habe ungefähr genauso lange gebraucht jetzt. Ja, das war cool. Oh, das passt ja. Yoshi's Adventures, Hashtag Banzai Chuck. Challenging Yoshi Conundrums, schreibt man, glaube ich, mit O, aber ist ja egal. Du könntest die ein oder andere Sache noch lernen. Viel Glück und hab Spaß. Ich konnte ja jetzt gerade schon ein bisschen üben mit zwei Yoshis. Mhm. Powie Wowie. Oh, das ist lustig. Moment. Geh du mal da oben durch. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon da rausnehmen darf. Wahrscheinlich, oder? Oh, Leben und böse Sachen. Kann ich das jetzt vielleicht einfach mal haben? Diese Clownskutsche, ey. Boah. Katastrophe. Ich kann die gar nicht mitnehmen. Die passt da nicht durch. Ja, ist klar. Wo bin ich jetzt überhaupt? Yoshi ist weg? Weniger cool. Yoshi ist weg. Dang it. Oh, da steht ja auch Banzai. In Switch-Blöcken. So, wie gehen wir das an? Ich will nicht zu dem Wiggler. Mhm. Ich esse ihn trotzdem einfach auf. Rote Münzen. Ah, das habe ich gern. Das bedeutet viele Checkpoints und coole Sections. Gehen wir erstmal hier rein. Ob ich jetzt den roten oder den grünen brauche. Nein, wieso ist da ein unsichtbarer Block? Und Yoshi rettet sich noch. Als ob, ey, dieser Verräter. Guckt ihn euch an. Lässt mich da in die Lava springen. Achso, ich muss mir jedes Mal wahrscheinlich erst einen Yoshi holen, oder wie sehe ich das? Sonst kann ich hier gar nichts machen. Ja. Morton. Das heißt, da komme ich nicht hoch an der Seite. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier unter Zeitdruck. Der da unten irgendwas Komisches veranstaltet. Vielleicht hätte er auch sterben müssen, damit er mir irgendwas gibt. Oh! Was passiert jetzt, wenn ich den ausspuck? Zählt das auch als Feuer? Jetzt habe ich die rote Münze vergessen. Bin ich überhaupt nochmal vorbei? Naja, der hat den Schirm zugemacht. Das ist mir recht. Wow. Was ist denn das für ein Zeug, was er da gerade ausgespuckt hat? Das heißt, der Fisch bringt mich in diesem Raum gar nicht weiter. Nein, Yoshi! Sondern ich muss mir wahrscheinlich Mortons Flamme schnappen. Da komme ich aber nicht dran. Das hätte nur funktioniert, wenn die da unten rausgekommen wäre. Da ist aber noch irgendwas im Weg. Ein Zementblock oder sowas. Ha. Huh. Yoshi läuft da einfach nur in die Lava. Oder die Säure. Wir wissen ja jetzt, dass es kein Feuer ist. Oder ich muss es... Oder ich muss es von hier schon mitnehmen. Das kann natürlich auch sein. Weil hier ist offen und auf der anderen Seite nicht. Das würde auch bedeuten, dass ich hier relativ schnell einen Abgang machen kann. Oh no. Ah.
Aha. Und, darf ich sie abspeichern? Darf ich nicht. Da unten. Das ist ein hübscher Raum. Der gefällt mir. Und da ist die Safety Coin. Moment, wenn die hier ist... Was hat's denn dann mit der Tür hier auf sich? Oha. Das ist einfach noch ein zusätzliches. Rachel. Aha. Ist wahrscheinlich so gedacht, oder? Komm her, du. Mhm. Die rote Münze jetzt verpasst? Ja? Oder in eine der Röhren geht's rein. Kann natürlich auch sein. Was ist das? Und warum ist da auf einmal... Bin ich doch woanders? Ich dachte, ich wäre am gleichen Ort wieder rausgekommen, aber ich habe mich wahrscheinlich geirrt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn eigentlich. So, jetzt kann ich warten, bis sich das aufgelöst hat. Ah! Jetzt gehörst du mir. Manche Action. Das reicht aber nicht, ne? Das reicht ja von der Höhe hinten und vorne nicht. Ich muss das nochmal machen. Ich check, ich habe nichts gecheckt. Gehen wir lieber erstmal woanders hin. Zum Beispiel in Röhre Nummer 2. Machen wir es der Reihenfolge nach. Oha, was geht hier denn alles ab? Erstmal Pilz. Mhm. Da muss man wahrscheinlich nur wissen, dass man nach oben gedrückt halten muss, weil sonst Yoshi immer nach unten schlägt. Ein Trampolin, ein Helm, ein P-Switch und kein Pilz. Hoppla, hier sind schon wieder Sägen. Ich habe Angst, wenn es um Sägen geht. Gib her. Ich muss aber erst klein sein, ne? Sonst komme ich hier unten nicht mehr durch. Ich will erst klein sein. Yoshi, du stehst im Weg. Wie so oft. So. Und das Trampolin? Wofür ist denn das Trampolin? Ach, das soll hier rein? Wie komme ich denn jetzt daran, ohne dass ich alles verliere, was ich mir bisher aufgebaut habe? Oh, und da hinten ist sogar noch die Münze. Mhm, gut versteckt. Man kann den ganzen Raum machen und dann die Münze verchecken. Yikes! So. Sind hier Dinge despawned oder... Nein. Doch, der P-Switch ist despawned. Oh, dang it. Jetzt werden wir nie erfahren, was hier Cooles passiert wäre. Kann ich nicht mehr retten, oder? Nee. Okay, das darf ich also erst hinterher machen. Na, herein! Wieso ist das hier so eng? Und wenn man das verkackt, ne? Wenn Yoshi dahinter fällt, dann war's das. Erstmal das Ding dahin. Das war knapp. Dang it. Nein! Ich habe, glaube ich, schon wieder einen riesigen Fehler gemacht. Ha! Gerettet. Ich hab's gerettet. So, jetzt. Achtung. Ich aktiviere den P-Switch. Öffne das. Bring die Bombe zum Platzen. Und kann hier durch. Warte, Yoshi! Yoshi, wo willst du hin? Nein! Geh nicht ohne mich. Den P-Ballon konnte ich allerdings nicht ausweichen. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, steck ich fest. Ich hätte noch irgendwas mitbringen müssen. Sieht zumindest so aus, oder? Ein Panzer? Oder hier kann man noch was machen, ohne dass ich es weiß. Aber da wird mir ein Panzer angezeigt. Ich frag mich nur... Oh! Ich frag mich nur, warum?
Nein! So? Ja! Ich glaube, so kommen wir hier durch. Holy Snikes. Das sieht aber auch nicht gerade entspannend aus hier. Ich habe die Münze immer noch nicht abgespeichert. Oh, da stand was. Aber ich war zu langsam, um es zu lesen. Ich wollte einfach nur das hier haben. Phew! Coole Sache. Echt nicer Raum. Oliva. Ach, das stand, glaube ich, da auch, oder? Irgendwas mit Wah. Wah. Nein? Kannst du mal kurz chillen? Hint. Hint ist da unten. Ich guck erstmal, ob ich selber drauf komme. Was könnte hier gewollt sein? Da unten ist ein Schalter. Ich habe eine Clownskutsche und einen Pilz. Aber ich bin ja sowieso groß. Also kann ich mir den vielleicht sparen. Oder es ist so gedacht, dass der Pilz in die Clownskutsche soll. Damit sie anfängt, mich zu verfolgen. Aber dafür steht sie nicht gut. Ich muss sie erstmal da runterholen. Das geht, die kann einen aus der Clownskutsche raus. Lol. Mhm. Soll ich es mal wagen, jetzt da reinzugehen? Ich habe ein bisschen Angst, aber... Nein! Nein! Ah, okay. Okay, okay. Hast gewonnen, Spiel. Hier muss dann also der Schalter umgedreht sein. Wie kriegen wir das hin? Ist mir der Bällewerfer da oben dabei behilflich? Irgendwie? Irgendeine Art? Ich weiß nicht, ob der Pokey für irgendwas gut ist, aber wahrscheinlich... Nee, ehrlich gesagt weiß ich es nicht, wofür der gut sein soll. Das kann ich nicht aufnehmen als Feuer. Den kann ich auch nicht essen. Ich kann eigentlich überhaupt nichts machen. Ja, lel. Ich muss mal gucken, ob hier unten... Achso, da kann ich wieder nicht durchfliegen, ne? Nicht den Pilz einsammeln. Mit dem Wind, mit dem Tornadino kann man was machen. Das ist diese eine Mechanik aus dem YMM-Level. Aber dafür braucht es irgendwie was anderes. Es ist bestimmt so gedacht, dass man sich an den unten dran kleben kann. Auf irgendeine Art und Weise. Oder funktioniert es nur groß? Ey, diese Klaue. Vielleicht, ne? Ich muss es nochmal probieren. Komm her, du Dödel. Na, ich gerate nicht in den Sog rein. Also das ist es nicht. Aber es ist ja nicht umsonst ein Yoshi-Level. Weil mit Yoshi stecke ich da so richtig tief drin. Es funktioniert aber trotzdem nicht. Und hier ist nichts. Ich guck mir mal den Hint an, weil ich habe das Gefühl, dass es eine sehr, sehr obskure Mechanik ist. Und wenn man die nicht weiß, dann findet man sie auch nicht raus. Dino geht oben lang, ich gehe unten lang. Hä? Und es gehört noch mehr dazu. Kuh? Ist das ein Kuh? Quackhop. Was ist denn ein Quackhop? Ich habe keine Ahnung, was hier passieren soll, aber... Ich lasse Yoshi jetzt einfach mal da reinrennen. Okay. Der Pilz lag ja noch da. Die
Frage ist nur, wofür ist denn der dann? Ach nein, Moment. Was ist Quackhop? Das ist jetzt die Frage. Und wofür ist die Clownskutsche? Oh no! Ich trau mich nicht, irgendwas zu drücken. Mhm. Ach, der wird automatisch umgeschaltet hier. Heißt das, ich komme jetzt theoretisch auch wieder an ihn ran? Yoshi? Yoshi? Der steht da einfach dumm rum. Wo ist denn der Windtypi jetzt hin? Als ob. Und ich weiß immer noch nicht, wofür die Clownskutsche gut ist. Diesmal? Ich weiß nicht, ob ich ihn wieder weglaufen lassen soll. Naja, theoretisch muss ich erstmal wissen, was da hinten ist. Ach, einfach eine Wand ausschaltern. Das ist natürlich sehr ungünstig für mich. Muss mal kurz zurück. Oh, das hier ist gefährlich. Oh nein, was ist das denn jetzt? Nein! Nee, ich komme hier nicht mehr zurück. Aber ich bin mir sicher, ich brauche beide Yoshis irgendwie. Ich krieg den jetzt nicht mehr? Ich muss den nochmal despawnen, wie ich es vorher gemacht habe. Oh, nee, du. Nein, Gewehr! Oh Gott. So. Jetzt habe ich zwei Yoshis. Wahrscheinlich muss ich irgendwas mit diesem Leben machen. Das Leben soll diesen Notenblock aktivieren, aber wie? Ich kann den da nicht hinspucken. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich darf hier rein. Mhm. Nein, hua. Ich will es lieber nochmal haben. Jetzt bin ich einen Schritt weiter. Alles klar, dann habe ich zu kompliziert gedacht mit zwei Yoshis und so. Was haben wir denn hier? Ist das nur ein Hinweis? Ich hätte... Nein, zweimal Dino. Zweimal Dino. Ich hab's nicht geschafft. Das heißt ja aber auch gleichzeitig, dass ich den roten Yoshi aufschlecken muss, solange er noch im Ei ist. Wie soll ich das denn machen? Ich hab grad was geschnallt. Ich mach das doch mit der Clownskutsche, oder? Yoshi geht oben lang mit der Clownskutsche. Ich sagte oben lang. Ja, natürlich. So ist es gedacht. Und dann kommt er mir auch nach. Und dann kriege ich ihn auch wieder. Und er steckt mich in dem Tornadino fest. Okay. Ja. Das kann natürlich jetzt eine Weile dauern. Hier lang. Nicht zu weit, nicht zu weit. Yoshi, chill! Nein! Das Ding darf nicht fallen. Komm ich da jetzt wirklich ran? Ich konnte nichts machen, wirklich gar nichts. Die Kontrolle war mir zu 100% entzogen. Okay. Wäre cool, wenn ich mich nicht ganz so dämlich anstellen könnte. Und Yoshi aber auch nicht. Ich meine, guckt euch das an. Was der hier macht. Er bringt mich noch um. Ich würde liebend gern aus dieser Clownskutsche aussteigen. So. Ich schnapp mir das Ei. Und werf's hier rein. Weil dadurch schlüpft's nach wie vor nicht. Jetzt geht die da oben durch. Ich hier? Gerade am Durchgehen, ob mein Plan so hinhaut, wie ich mir das wünsche.
Aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Mhm. So, jetzt habe ich beide dabei. Mit dem kann ich das hier öffnen. Und der andere ist für die rote Münze. Oder für mehr Stuff. Ich weiß nicht, was die 10er-Coin da unten ist. Die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen gruselig. Ich muss noch irgendwas aktivieren. Aha. Ach, muss ich vielleicht beide Yoshis da draufstellen? Weil sie sonst nicht schwer genug sind. Das ist ja cool. Und es gibt sogar einen Regenbogeneffekt. Das ist immer noch nicht genug. Ich hätte den Panzer auch noch dahin werfen müssen, oder was? Nein, jetzt kann ich wieder alles von vorne machen. Ah. Aber cool sieht das aus. Habe ich noch nie gesehen. So, die hätten wir wieder. Dann machen wir erstmal hier auf. Yoshi will mich tot sehen. Ich kann es spüren in jeder seiner Aktionen. Und dann... Jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten mache. Oh, der Panzer kommt zurück. Warte. Das funktioniert so nicht. Ich hätte ihn ablegen müssen. What the? Warum willst du mich denn umbringen, Yoshi? Warum? Bitte lass mich neben die Clownskutsche. Bitte. Ich habe die jetzt nicht wirklich da reingestellt, wo ich nicht mehr an sie rankomme. Doch, ich hab sie verglitscht. Wow. Okay, wie kann man das hier veranstalten, ohne dass es unfassbar fummelig ist und beim kleinsten Fehler komplett den Bach runtergeht? Und mal eine ganz andere Story. Nee, softlocken kann man sich da zum Glück nicht, aber... Nein, jetzt habe ich... Warte, nein! Moment, das reicht? Das zählt, dass er das im Mund hat. Wow. Cool, danke Mario Maker für diese korrekte physikalische Eigenschaft. Nice. Okay, dann fehlt ja jetzt nur noch dieser mit den geflügelten Paws. Schauen wir mal, was sich hier so machen lässt. Nein! Ist es weg? Ja, ist es so langsam mal weg? Nein? Doch? Was ist das für ein Momentum schon wieder? Mhm. Okay. Wow, das habe ich schnell weggesnackt. Ich könnte auch eins mitnehmen durch die Tür. Aber es ist nicht unbedingt nötig. Ich fliege so cool. So, was war jetzt hier das Problem? Dass ich nicht hoch genug war. Mhm. Da ist die letzte Münze. Ich hab's fast geschafft. Ich hab nicht bedacht, dass das so weit... Ach so, warte mal. Das ist gar nicht so kompliziert. Prima. Dann lass doch mal gucken. Ob ich den Key Death sterbe oder ob das das Ziel ist. Es ist das Ziel!
Und hier steht Peace for all. Da kann ich mich nur anschließen. Jetzt habe ich mir den Weg zum Ziel verbaut. Geschafft. GG, das war ein hervorragendes Level. Das war richtig clever. Ein, zwei Sachen tatsächlich noch gelernt. Er hat nicht zu viel versprochen. Richtig cool. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Einsenden der Level. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.